Man muss aber natürlich auch daran denken, dass die Berliner von der Stromversorgung größtenteils abgeschnitten sind. Es wird also ein komplettes Kraftwerk, ein komplettes Kohlekraftwerk wird nach Berlin geschafft, mit Flugzeugen da aufgebaut. Und natürlich muss auch jedes einzelne Brikett, jede einzelne Eierkohle, die da verfeuert wird, wird auch mit Flugzeugen reingebaut. Das ist also eine unglaubliche logistische Leistung. Lässt sich eigentlich nur dadurch erklären, dass die Strukturen aus dem Zweiten Weltkrieg noch vorhanden sind. Also es gibt noch die Flughäfen, es gibt noch die Besatzung für Flugzeuge, es gibt auch noch die Flugzeuge. Also diese Infrastruktur ist noch da. Und diese Berlin-Blockade stellt also quasi eine Zäsur in der Zusammenarbeit der Alliierten zwischen West und Ost dar. Die Zusammenarbeit im Alliierten Kontrollrat kommt zum Erliegen. Und es werden in beiden Teilen Deutschlands Anstrengungen unternommen, jetzt eben zu einer Eigenstaatlichkeit dieser Teile zu kommen. Also auch wenn alle Deutschen mit Sicherheit noch davon ausgehen, dass die deutsche Einheit bald wiederhergestellt werden wird, werden jetzt Strukturen geschaffen, die dafür sorgen werden, dass es eben zwei deutsche Staaten geben wird. Auf der Seite der Westalliierten in der Trizone wird der Parlamentarische Rat einberufen. Es gibt schon, es haben sich schon wieder die Bundesländer gebildet und diese Bundesländer entsenden also Vertreter in den Parlamentarischen Rat mit dem Ziel einer Separatverfassung für die westlichen Zonen, für die westlichen drei Besatzungszonen zu erstellen. In der DDR geschieht Ähnliches, da nennt sich das Volksrat. Da ist das natürlich alles unter der Kontrolle und Aufsicht der Sowjetunion, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen werden, auf diese Zusammenhänge. In der DDR sind, also in beiden deutschen Teilen haben sich inzwischen neue politische Parteien gebildet. Die NSDAP ist natürlich verboten. In der DDR da kommen wir wieder auf einen älteren Punkt zurück, werden die beiden Teile der Arbeiterbewegung jetzt zwangsvereinigt. Also der kommunistische Flügel und der sozialdemokratische Flügel werden zwangsvereinigt in der sogenannten SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, deren Symbol ein Händedruck ist. Der Händedruck also der zwei Parteien, die sich da vereinigt haben. Aber so freundlich wie dieser Händedruck es suggeriert, ist diese Vereinigung nicht, sondern die SPD wird also quasi in die Umarmung mit den Kommunisten gezwungen. Unter großem Protest. Dieser Protest wird allerdings auch brutal unterdrückt. Im Westen bilden sich auch neue Parteien, das heißt, alte Parteien entstehen wieder, die SPD zum Beispiel. Es bilden sich aber auch neue Parteien. Wichtig dabei ist vor allen Dingen die CDU. Die CDU ist quasi die Fortführung des Zentrum mit anderen Mitteln. Das Zentrum war ja immer die Vertretung der Katholiken in Deutschland, eine in der Weimarer Republik staatstragende Partei. Das Zentrum öffnet sich jetzt quasi für Nicht-Katholiken, also vor allen Dingen für Protestanten, und wird damit, macht damit den Schritt von der Klientelpartei zur Volkspartei. Und erster Vorsitzender dieser neuen Partei wird, na, Konrad Adenauer. Und Konrad Adenauer wird in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland natürlich noch eine wichtige Rolle spielen. Ja, im Jahr 1949 werden dann zwei deutsche Staaten gegründet. Es will keiner glauben, es will eigentlich auch keiner so haben. Die Deutschen sind immer noch der Meinung, das kann ja nun nicht sein. Wir sind ja ein Land, wir müssen also eine Einheit bilden. Trotzdem, 1949 werden zwei deutsche Staaten gegründet. Und da die Menschen sehr viele andere Sorgen haben, zum Beispiel Sorgen der täglichen Versorgung, also einfach des Überlebens, wird das nicht als eine solche Katastrophe wahrgenommen, sondern es wird vielmehr als ein Schritt in die richtige Richtung wahrgenommen, zumindest im Westen. Im Osten sieht es mit Sicherheit ganz anders aus. So, das war 5a und wir machen gleich weiter mit 5b.